Erlesen wird Ihnen präsentiert von Wien Energie. Fernwärme. Willkommen, meine Damen und Herren, beim öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag, der sich hier und heute zum 25. Mal in dieser doch betörenden Form inkarniert. Meine Gäste zum Jubiläum: Felix Mitterer, dem wir Klassisches aus allen Disziplinen verdanken, vom Sozialdrama bis zum Tatort. Die bei der kriminalistischen Konkurrenz tätige wunderbare Schauspielerin Ursula Strauß sowie Karl und Martina Hohenlohe, Herausgeber des Gourmetführers Gourmio, wobei Kari Hohenlohe auch auf diesem Kanal eine gewichtige Stimme erhebt. Zunächst die Meldungen aus der Welt der Literatur. European Sound. Schauspielerin und Ex-EU-Parlamentarierin Mercedes Echerer hat eine Hörbuchreihe mit dem Titel Europa erhören herausgebracht. Österreichische Publikumslieblinge präsentieren diese literarisch-musikalische Entdeckungsreise. Mit ihrer Textauswahl von Aristophanes und Milodor über Hugo von Hofmannsthal bis zu Hertha Müller betreiben sie charmant Geschichtsnachhilfe. Charlotte Roche geht auf Alice Schwarzer los. Mit Feministin Alice Schwarzer geht Charlotte Roche hart ins Gericht. Ich finde, es ist Zeit für neue, jüngere Feministinnen. Aber die werden immer weggebissen von unserer Spitze, sagt Roche. Dass Schwarzer ihr neues Buch eine verruchte Heimatschnulze nannte, sei eher unverständlich, so die Skandalautorin. Und noch ein Skandalroman, diesmal von John Niven. Gott mag keine Hassprediger. Er schickt sie direttissima in die Hölle. Dafür liebt er Schwule und zieht sich auch gern mal einen Joint rein. Sie wundern sich? Das ist das Gottesbild, das John Niven in seinem neuen Roman Gott bewahre zeichnet. Die Bestsellerlisten klettert es nach oben. Ob mit oder ohne Gotteshilfe, sei dahingestellt. Grüße nach Bonneville. Vor 20 Jahren hat der Zeichner und Autor Jeff Smith mit Bone einen Comic-Epos erschaffen, von dem man nicht weiß, für wen er die aufregendere Reise bedeutet. Für seine Figuren oder Leser. Wir gratulieren zum Jubiläum. Krasse Zahlenspiele. Günter Grass stellt merkwürdige Vergleiche zwischen Holocaust und deutschen Kriegsopfern an. In einem Gespräch mit dem israelischen Historiker Tom Segev verdreifacht er Zahlen oder halbiert sie einfach, ganz nach Belieben. Manchmal wäre es besser, Grass würde schweigen. Ich habe schon erwähnt, wir jubilieren.